Mein Name ist Sascha Oliver Bauer, ich bin Schauspieler und ich freue mich, in der neuen Hörspielreihe Die Chroniken der Seelenwächter den Akil sprechen und spielen zu dürfen. Wie kam das dazu, dass ich den Akil spreche? Also es war so, dass ich eben verfolgt habe, wie das mit den Chroniken der Seelenwächter läuft und habe Nicole angeschrieben und gefragt, ob denn eine Hörbuchreihe davon geplant ist, weil ich mich dafür interessieren würde, das zu machen. Und sie hat mir dann gesagt, nein, kein Hörbuch, aber ein Hörspiel soll produziert werden. Und hat mich dann an Balthasar von Weimar von Interplanar Productions verwiesen. Und ihm habe ich dann einfach geschrieben und habe gesagt, ich finde das spannend und vielleicht kannst du mich gebrauchen und wollen uns nicht mal kennenlernen. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir zuerst eine andere Sache zusammen gemacht. Und dann kam irgendwann der Anruf, er hätte mit Nicole gesprochen und sich Sprachaufnahmen angehört. Und er hatte mich dort bei Nicole sozusagen als Sprecher vorgeschlagen, nicht ahnend, dass Nicole und ich uns tatsächlich kennen. Ich glaube, es war wohl so, dass die Besetzung der Rolle Akil ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat und sie sich da ein bisschen unschlüssig waren. Und so schließt sich dann manchmal der Kreis, dass ich dann dazugekommen bin als Akil. Ja, das ist immer anstrengend, weil man spielt ja nicht mit einem Partner. Man ist ja alleine im Studio und also muss ich eben nicht nur den Partner vorstellen. Also man bekommt ab und zu mal, der Kollege hatte das schon eingesprochen, bekommt man zwar seine Sätze mit eingespielt, aber unterm Strich funktioniert Hörspiel ausschließlich über die Imagination. Und das über ein paar Stunden ist immer anstrengend, aber auch ganz spannend. Also ich liebe diese Art von Arbeit. Man ist ganz mit sich und dieser Figur und diesen Erlebnissen der Figur. Und das mag ich sehr. Mit Balthasar von Weimar ist das ganz toll zu arbeiten. Er lässt einem sehr viel Freiraum im Ausprobieren und schränkt dann die Möglichkeiten immer weiter ein. Also er sagt jetzt nicht, mach so und so und so und so, sondern er lässt erstmal passieren und schraubt das dann zusammen, was ich sehr gerne mag. Und das Studio, wo wir aufgenommen haben, ist ganz toll, das mag ich sehr gerne. Und der Betreiber dort, liebe Grüße an dieser Stelle. Es war ein toller Aufnahmetag. Die spannendste und kniffligste Szene. Also spannend war das grundsätzlich mal alles, weil ich wurde von Nicole am Telefon gebrieft, um was es denn überhaupt genau geht in die Chroniken der Seelenwächter. Weil ich jetzt natürlich in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit hatte, mir das alles irgendwie durchzulesen und so. Und sie haben mich da sehr kurz und knackig gebrieft. Das heißt, das war überhaupt alles sehr spannend, was da so passiert mit ihm. Also ich bin da sehr reingesprungen und habe das aus dem Moment entstehen lassen. Was ich mich jetzt spontan entsinne, ist eine Reitszene. Also wir mussten reiten und sind dann von diesem Pferd runtergefallen und ich glaube, das ist für einen Außenstehenden ganz absurd, wenn man das beobachten könnte, wenn ein Schauspieler im Tonstudio vor einem Mikrofon Reitbewegungen auf einem nicht vorhandenen Pferd ausübt. Ich bin ganz gespannt auf die Veröffentlichung jetzt, weil man ja nur so Teilausschnitte mitbekommt im Studio. Also ich könnte jetzt gar keine Zusammenfassung geben, worum die ersten beiden Teile tatsächlich gehen.
Das heißt, ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, wie bald das da zusammenführen wird und mit der Musik ja, da bin ich sehr gespannt und freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr auch und wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen mit der Hörspielreihe Die Chroniken der Seelenwächter.